herzlich willkommen zum Backvideo. Pizza ist beliebt bei Groß und Klein und ihr seht bereits ein Video auf meinem Kanal für Pizza. Heute bereite ich euch eine andere Variante zu, und zwar Pizzaschnecken. Die Pizzaschnecken lassen sich ebenso kinderleicht herstellen, schmecken warm und kaltköstlich und können auch gut mitgenommen werden. Wie die Pizzaschnecken funktionieren, seht ihr jetzt gleich im Video. Für den Hefeteig braucht ihr folgende Zutaten, und zwar eine helle, glutenfreie Mehlmischung. Ich verwende die Mix-B-Mischung von Scheer, die ist ideal für alle Hefeteige, egal ob süß oder herzhaft. Dann habe ich hier Flohsamenschalenpulver, Salz, Öl, Frischhefe, ihr könnt auch sehr gut Trockenhefe verwenden, lauwarmes Wasser, und ich habe mir etwas glutenfreies Mehl bereitgestellt zum Formen und Ausrollen vom Teig. Als erstes löse ich die Hefe in der lauwarmen Flüssigkeit auf. Auch wenn ihr übrigens Trockenhefe verwendet, löst auch die Trockenhefe im lauwarmen Wasser auf. Und jetzt gebe ich alle trockenen Zutaten in meine Rührschüssel und gleich auch das Hefewasser und das Öl mit dazu. Und jetzt gebe ich die Mischung in meine Küchenmaschine und stelle einen glatten Teig her. So, der Teig ist jetzt durchgeknetet, also es ist eine gleichmäßige Masse, er muss nicht zu lange geknetet werden. Und der Teig ist jetzt nicht allzu fest, und das ist auch gut so, weil der bekommt jetzt eine Ruhe- bzw. Aufgehzeit von 30 Minuten. Also wenn euer Teig euch recht weich vorkommt zum Formen, dann ist das gut so, also gebt bitte kein Mehl zusätzlich mit zum Teig. Deckt die Schüssel jetzt einfach mit einem sauberen Geschirrtuch ab und lasst den Teig für 30 Minuten an einem warmen Ort ruhen. Während euer Hefeteig aufgeht, könnt ihr jetzt die Füllung zubereiten. Und zwar habe ich mir alles schon bereitgestellt. Ich habe hier geriebenen Käse, dann eine Füllung aus Zwiebeln, Salami und Paprika. Ihr könnt auf Wunsch auch Champignons verwenden, Auberginen, Schinken, Mais, je nachdem, was ihr möchtet. Ich habe dann hier noch Tomatensauce, ein Eigelb und Sahne, Pizzagewürz und Salz und Pfeffer. Damit ihr sehen könnt, wie schön der Teig innerhalb der Aufgehzeit aufgeht, habe ich euch den Teig bereits vorbereitet. Und zwar sieht er so aus. So, ich zeige euch das mal von der Porung her, wie schön luftig der Teig ist. So, man kann das sehen, also die Masse ist deutlich vergrößert, der Teig ist wunderbar aufgegangen, hat eine große und kleine Porenbildung. Und wenn ich den Teig jetzt mal wegschiebe, also man sieht es, wie toll der aufgegangen ist. Also der ist optimal gegangen. Und jetzt lasse ich meinen Teig nochmals in der Küchenmaschine kneten, nur ganz kurz, bis sich die ganzen Luftbläschen wieder auflösen und ein schöner, glatter, geschmeidiger Teig entsteht. Jetzt vermehle ich meine Arbeitsfläche, gebe den Teig darauf und roll den Teig zu einem Rechteck aus, etwa einen halben Zentimeter dick. Verwendet übrigens nur so viel Mehl zum Kneten, damit der Teig nicht klebt. Also knetet nicht das ganze Mehl, was um den Teig liegt, in den Teig rein, weil sonst wird der Teig trocken und fest. Beim Ausrollen immer wieder, dass genügend Mehl zwischen Teig und Arbeitsfläche ist, damit euch der Teig nicht anklebt. So, und jetzt
bestreiche ich meine Teigplatte mit der Tomatensauce. Jetzt gebe ich gleich die Gewürze darauf, also das Pizzagewürz. Salz und Pfeffer. Dann Salami, Paprika und Zwiebel. Geriebenen Emmentaler. Und jetzt rolle ich die Teigplatte von der Längsseite her auf zu einer Rolle. Rollt die Teigplatte übrigens nicht zu locker auf, sonst gehen die Pizzaschnecken beim Backen dann sehr auseinander. Also es darf ruhig stramm zusammengerollt werden. So, und jetzt stelle ich mir ein Blech mit Backpapier bereit und schneide von der Rolle Scheiben ab, so etwa 2 cm breit. Und jetzt bepinsel ich die Schnecken noch mit einer Mischung aus Eigelb und Sahne. Wenn ihr Eier nicht vertragt, dann könnt ihr übrigens auch nur Sahne verwenden. Reicht übrigens genau für ein Backblech, also ihr bekommt ungefähr 14 bis 16 Schnecken raus und ich gebe das Backblech jetzt übrigens gleich in den Backofen, also mein Backofen ist bereits vorgeheizt auf 200 Grad Ober- und Unterhitze, also die Schnecken bekommen jetzt keine Aufgehzeit mehr und wie gesagt, sie können gleich in den Backofen für ungefähr 35 bis 40 Minuten. Und so sehen die fertigen Pizzaschnecken aus. Ich habe sie leicht abkühlen lassen und ich schneide jetzt mal eine Pizzaschnecke für euch an, damit ihr seht, wie sie innen aussehen. Also die ist noch ganz leicht warm. Und ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also so sieht sie innen aus, die Füllung. Und der Teig ist wunderbar aufgegangen, der ist schön locker und fluffig. Und wie gesagt, ideal zum Mitnehmen. Schmecken kalt und warm köstlich. Das Rezept und alle Zutaten seht ihr übrigens unten in der Beschreibung als Link mit eingeblendet. Schaut einfach mal rein und probiert die Pizzaschnecken gerne zu Hause aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Zubereitung und gutes Gelingen.